Toccata ist der bekannteste Instrumentaltitel von Bach. Geht. Da, da, da. Immer durchs Haus hier, ne? In der Produktion. Also ist schon ein bisschen Druck drauf. Die erste war sehr erfolgreich und mit Jazz Award und doch etlichen verkauften Stücks. Ich denke mal, mit dem zweiten Album müssen wir es zeigen, dass wir es drauf haben. Aber wir haben schon viel Konzerte in den letzten 3 Jahren gespielt, also über 100 Konzerte. Und ich glaube, wir sind ganz gut eingespielt für dieses zweite Toccata-Album. Ich dachte, es ist wieder Zeit, dass wir mal Classics reloaden dürfen und müssen. Denn viele, auch hier in dem Alter von meinen Jungs, haben mit Klassik nicht mehr so viel am Hut. Ja, zuerst denken die so, hä, Klassik, was wollen wir damit? Und dann, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet und müssen es erstmal verarbeiten, glaube ich. Aber dann am Ende ist die Reaktion dann doch sehr positiv. Ich selber jetzt zum Beispiel höre auch gern Klassik. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Alten verstoßen. Das ist gar nicht so, sondern es ist eine friedliche Koexistenz. Probe das in meinem Zimmer dann ein bisschen vor, damit es dann nicht ganz so peinlich wird. Und Hilfe hole ich mir dann immer vom Vater und im Studio wird es dann doch meistens dann auch ganz gut, oder? Vor allen Dingen die Musiker im eigenen Haus zu haben, ist auch eine günstige Lösung. Ja. Rein finanziell. Ja. Ne? Wieso? Ihr kriegt doch alle was dafür. Ja. Ja. Ja, doch, doch, doch. Ich verspiele mich, muss ich sagen, live öfter wie die beiden. Er ist die Fehlerquelle Nummer 1. Ja, weil ich schon mit dem Gedanken woanders bin und bei der nächsten Ansage ist ein Fehler, aber... Trotzdem, wir haben live Mörderspaß, nicht nur wegen der Vorspiele. Klar, wir sind eine Boyband, logisch. Das macht mich ja auch automatisch jünger. Danke, genau. Also die Mädels springen zumindest bei 2 von 3 an. Oh, also bei, okay. Danke, also Boyband, ja, wir sind 3 Jungs, aber ich bin natürlich der mit Abstand älteste Junge. Wobei die Omas finde ich bestimmt meine auch Fans sind ein bisschen älter, stimmt, das ist richtig, ja. Also ich weiß nicht, ob ich der Chef bin. Ich habe vielleicht den größten Anteil an der Vorbereitung des Albums. Aber die Geschmackspolizei sitzt hier links und rechts von mir. Silence now surrounds me. Madness somehow found me. Each
eine große Tour durch Europa. Okay. Ja. Amerika. Amerika. Ja, durch die Welt. Südamerika. Also jetzt mal realistisch gesehen. Platin. Ziel ist einfach, die Live-Geschichte aufrechtzuerhalten, trotz Medizinstudiums oder Schauspielerei, dass wir einfach weiter spielen können, weil es einfach Mörderspaß macht. Man merkt, er ist der Realistische, er ist ein bisschen der Überflieger.